Wer einen Garten sein eigen nennt, wird es bemerkt haben. Die Gartenvögel nehmen von Jahr zu Jahr ab. Der Ursachen dafür gibt es mehrere. Die Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel, kurz VZE, versucht mit ihren Mitteln gegenzusteuern. Auf der Bundesausstellung in den Messehallen konnte man sich darüber informieren. Der deutschlandweit agierende Verein mit rund 3.500 Mitgliedern engagiert sich für unzählige Vogelarten und will mit solchen großen Präsentationen wie in der Messehalle 2 die Volierenvögel der Mitglieder der Öffentlichkeit zeigen. Der Präsident der Vereinigung umreißt die Ziele und Aufgaben. Ja, also wir sind ein großer Vogelverband, der Deutschland agiert und haben ca. 3.500 Mitglieder. Und diese Mitglieder engagieren sich halt für die Vogelzucht und Vogelerhaltung. Das heißt also sowohl, dass wir Volierenvögel züchten, die auch bedroht sind, als auch natürlich Mutationszucht betreiben. Und was wir uns auch sehr, sehr zum Ziel genommen haben, dass wir Arten in freier Natur schützen. Das heißt also, die Arten bei uns in den Volieren stehen teilweise Botschafter da, um in der freien Natur Gebiete zu schützen, die Vogelarten aufmerksam darauf zu machen, welche Arten sind wirklich bedroht. Und da agieren wir halt deutschlandweit und wollen der breiten Öffentlichkeit auch mit dieser Vogelausstellung heute und gestern eine Plattform bieten und dass die Leute sich erkundigen können, was fliegt denn so in unseren Volieren eigentlich rum. Wie viele und was für Vögel stellen Sie hier in Magdeburg aus? Ja, also wir haben ja weit über 150 verschiedene Vogelarten in knapp 110 Volieren. Teilweise haben wir Gemeinschaftsvolieren und das ist ein ganz, ganz großes Feld. Also wir haben verschiedene Eulenvögel mit dem Bartkauz, mit den Schleiereulen. Wir haben sehr, sehr viele Entenvögel, Pfeifgänse darunter, sehr, sehr viele Finkenvögel. Und die größte Gruppe machen die Papageien aus. Ja, die Papageien sind sehr, sehr einfach zu halten, zu züchten teilweise und das ist der größte Umfang. Aber auch Taubenvögel, Wachteln haben wir hier, verschiedene Fasane, Kronkranich haben wir. Also ein großes Feld an den Vogelarten, die sich in der Welt verteilen. Das sind über 10.500, zeigen wir hier auf dieser Ausstellung. Die Vogelwelt mit über 10.500 Vogelarten ist so artenreich, dass die Vögel eine ganz besondere Wirbeltierklasse darstellen. Die Züchter pflegen eine große Auswahl dieser Vogelarten in ihren Volieren und helfen in bedrohten Gebieten zur Unterstützung der frei lebenden Populationen. Aber auch in unseren heimischen Gärten werden die Vögel immer weniger. Ja, die Ursachen sind vielfältig. Einmal natürlich immer, dass der Mensch sich mehr ausbreitet, dass wir die Landwirtschaft immer intensiver betreiben, mehr den Naturraum zerstören und somit die Vögel keine Nahrungsgrundlage mehr finden. Also wir töten die Vögel nicht selber, dass wir sie ausrotten, sondern wir nehmen ihnen die Nahrungsgrundlage. Viele Insekten sind nicht mehr da. Über 80% der Insekten fehlen seit 1980 hat sich das unwahrscheinlich stark reduziert. Und somit findet die Meise, der Star oder auch der Sperling nicht mehr genug Futter, um seine Jungen großzuziehen. Die ganzen Häuser werden zugedämmt, dass keine Nischen, keine Lücken mehr da sind für den Steinkauz, für den Sperling, der Brut- und Nistmöglichkeiten benötigt. Und die Gärten werden immer aufgeräumt. Das heißt, also es werden immer mehr Gärten, die durchgestylt sind, wo man schöne Wege hat, wo man ordentlichen Rasen hat. Wir haben keine Wildblumenanlage mehr. Wir haben diese Obststreuwiesen leider nicht mehr, wo das ein riesengroßes Biotop darstellt und die Artenvielfalt, also die Biodiversität, dementsprechend mehr zur Geltung kommt. Und was kann der Einzelne tun, um den Rückgang der Populationen aufzuhalten? Im Garten selber schaffen Sie Räume, wo die Vögel sich wohlfühlen. Schaffen Sie Nischen, wo die Vögel Brutmöglichkeiten haben. Schaffen Sie Unordnung in Ihrem Garten. Ja, ein Laubhaufen, ein Reisighaufen, mal ein Baum, der nicht ausgeschnitten wird. Das bietet den Vögeln Rückzugsmöglichkeit und Nahrungsgrundlage zugleich, dass wir den Vögeln in freier Natur auch hier helfen können. Deshalb gab es auf der Ausstellung Informationen zur Haltung, Ernährung und tiermedizinischen Versorgung der gefiederten Lieblinge. In Vitrinen, Volieren und in der Teichanlage zeigten die Aussteller Enten, Papageien, Prachtfinken, Fasane, Wildtauben, Kraniche, Weichfresser, Eulen und weitere Arten. Mit der Resonanz konnte die VZE zufrieden sein. Momentan sehr. Also wir haben gestern über 1.000 Besucher gehabt, heute habe ich die Zahlen noch nicht. Trotz der Werbung, die wir nur geringfügig in Magdeburg geschaltet haben. Aber momentan ist es sehr, sehr gut. Also man sieht auch hier, um die Mittagszeit auf dem Sonntag haben wir also sehr, sehr gut gefülltes Haus und viele vogelinteressierte Besucher, die sich natürlich mit den Züchtern, die hier auch vor Ort sind, oder meiner Person als Präsident der VZE dementsprechend erkundigen, was für Vogelarten es gibt, welche Haltungsmöglichkeiten es gibt
Und da sind wir momentan sehr, sehr zufrieden und freuen uns auch nächstes Jahr, dann hier auch wieder vertreten zu sein zu können. Insgesamt zählten die Veranstalter an beiden Tagen rund 2000 Besucher. Der Eintritt für Erwachsene kostete immerhin 7,50 Euro. Dafür wurde man mit interessanten und hübschen Vögeln entschädigt. Die nächste Vogelbörse findet übrigens am 12. Januar von 8 bis 12 Uhr in der Spargelhalle in der Lerchenbühne statt. Übrigens sucht die VZE noch weitere Mitstreiter, vor allem Jüngere. Denn wie überall mangelt es auch hier am Nachwuchs. Schauen wir uns also noch für ein paar Augenblicke um.